Egal ob Robert Lewandowski, James Rodriguez oder Thomas Müller, das Gekreische bei den chinesischen Fans ist laut. Bei Miro Klose aber mindestens genauso laut. Miro, servus. Schön, dass du da bist, Miro. Wie sind deine ersten Eindrücke hier? Wie gehst du mit dem Trubel um deine Person hier in Asien um? Ja, ist sehr spannend. Also ich war jetzt schon öfters in Asien und vor allem auch in Shanghai und habe im asiatischen Raum sehr viele Fans. Und wenn ich an die Tür rauskomme, hört man das ein bisschen, ja. Kommen sogar bis hier rein ins Hotel und verfolgen dich hier für Fotos. Absolut, ja. Aber das sind, ich bin froh drum, also wirklich, ich habe wirklich sehr viele Fans. Rührt das alles noch von 2002, von deiner super WM hier in Asien, die du gespielt hast? Ich glaube schon, ja. Also ich glaube, das, was ich, wenn ich mich mit den Fans unterhalte, also sie schauen sehr viel internationalen Fußball, die ganzen Nationalmannschaften und so. Von 2002 habe ich immer noch sehr viele Fans, kriege noch sehr viel Fanpost und so, und das ist schon schön. Wie sind deine Eindrücke, Miro, mit dem FC Bayern, jetzt ein paar Tage schon unterwegs hier in China? Wie wird der FC Bayern hier wahrgenommen? Ja, wird richtig wahrgenommen. Also ich meine, man sieht es ja draußen, was da los ist und so, wie viele Bayern-Fans da sind in den Terminen. Ich bin super froh, hier dabei zu sein. Also es ist eine wirklich neue, auch spannende Aufgabe für mich. War jetzt viel mit dem Vorstand unterwegs und habe viele Medientermine gemacht, TV-Termine. Es macht richtig Spaß. Hast du es ja so erwartet, wie du es in den ersten Tagen jetzt erlebt hast? Ja, genau so. Genau so ist es eingetroffen. Ja, ich hoffe natürlich, dass ich auch Herr Ancelotti ein bisschen über die Schulter schauen kann, dass ich 2-3 Trainingseinheiten sehe, weil es für mich auch sehr interessant wäre. Kannst du uns noch kurz erklären, wie der Kontakt zu Bayern zustande kommt? Ich meine, Kontakt ist immer da natürlich, aber wie kam es dazu, dass ihr jetzt diese Asienreise zusammen macht? Ja, die haben mich schon jetzt des Öfteren angefragt, auch diese Legendenspalier zu machen, aber ich war jetzt wirklich viel unterwegs mit den Mannschaften, mit den Nationalmannschaften und hatte wenig Zeit. Und jetzt nach dem Confed Cup habe ich sofort zugesagt, weil jetzt habe ich die Zeit und ja, freue mich auf die Aufgabe. Eine sportliche Frage noch zum Abschluss. Es ist sehr heiß hier zum Trainieren, über 35 Grad, hohe Luftfeuchtigkeit. Wie ist es für einen Sportler? Die Vorbereitung, wird die dadurch negativ beeinflusst oder ist es egal und so ein Sportler steckt es einfach locker weg? Nee, das kann man nicht sagen. Also ich war vor 2 Jahren hier, wir haben Supercup gespielt mit Lazio und dann haben wir auch so Messungen gemacht. Wir waren eine Woche vorher angereist. Und dann haben wir uns gewogen vor und nach dem Training und es gab wirklich Spieler, unter anderem mich, die 4 bis 6 Kilo nur Flüssigkeit verloren haben. Also da muss man wirklich viel, viel trinken. Also es wird oft unterschätzt. Was erwartest du vom FC Bayern in dieser Saison? Wieder eine erfolgreiche wahrscheinlich. Ja, ich gehe davon aus. Also ich hoffe es natürlich. Herr Rummenigge hat es gestern schon ein bisschen erwähnt, immer nach der Asienreise, und das war schon zweimal der Fall, ist einmal Triple herausgesprungen, dann Double. Also ich gehe davon aus, dass es dieses Jahr knallt. Also doch gut, so eine Asienreise für die Spieler. Genau. Miro, vielen Dank fürs Kommen und eine gute Zeit mit FC Bayern noch hier.